Willkommen zurück zum Let's Fail Tomb Raider 4. Das letzte Mal, haben wir Ninjas Hallo gesagt? Haben eine Kugel runtergeschmissen und Boden kaputt gemacht und ja, jetzt bin ich noch so am Rumgucken und am Überlegen, wie was zusammengehört und ob das so gut ist, wenn ich mich jetzt hier runterlasse. Aber ich komme hier wieder hoch, das auf alle Fälle. Passiert hier was? Passiert hier was? Hallo? Ach, das ist einfach nur ein Weg. Ich dachte, das wäre irgendwie so schienenmäßig, wo ich was runterschieben kann. Aber hier komme ich hoch, oder? Ah! Ja, da komme ich hoch. Was bringt es mir, dass ich dort hochkomme? Das ist so jetzt noch die Frage. Lara! Ach, ich kann. Okay. Gut, dass ich hier auch so noch hochkomme. Okay. Ich hab's geschnallt. Ich hab's geschnallt. Ich muss das so drehen, dass es da unten reinpasst. Ich bin so gut. Hab's geschnallt. Gut, dass ich mal kurz weitergelaufen bin, weil sonst hätte ich das, glaube ich, nicht erkannt. Und dann auf der anderen Seite wahrscheinlich genauso. Ich gucke mir die andere Seite aber nochmal an. Einfach nur, um zu sehen, ob es dieselbe Richtung ist. Ja, ist auch so. Ich gucke auch nochmal, ob hier irgendwas liegt oder sonstiges. Im anderen Raum lag bestimmt was. Ich hab's einfach nur übersehen. Hier ist jedenfalls nichts. Nein, dreh dich mal um, Lara. Nope, ich sehe nichts. Ach Gott. Ist mir jetzt auch völlig egal eigentlich. Bin nur erstaunt darüber, dass ich es jetzt so schnell gerafft habe. Also ich hoffe, dass ich die Teile drehen kann. Fragt sich jetzt nur. Dann kann ich vielleicht das da betätigen und dann geht das vielleicht hoch. Mal gucken, weil dort oben hin kann ich bestimmt auch was drehen, aber ja. Weil wir machen ja einmal so einen Bogen hier rum. Und dann müssen wir, kommen wir direkt hier bei einem Raum an, mit so einem Teil. Lara, wird's mal langsam. Ich wollte gerade sagen, stehe ich hier etwa zu schepp? Dann kommen wir direkt hier in so einem Raum mit so einem Teil ran, was ich ja schon vorhin gesagt habe. Ich meine, das müsste mich eine dieser Leiterräume sein, sag ich jetzt mal. Ich nenne sie jetzt Leiterräume. Ach, da war ja eh nichts. Da, dieser Raum. Ha! Kann das wirklich machen? Ich hoffe, dass das geht, wenn ich das so mache. Also, dass die so rum reingehören, wisst ihr? Oder ich drehe sie gleich mal so rum. Aber dafür habe ich ja keinen Hinweis. Ich glaube, das ist auch völlig egal, oder? Nee, warte mal. Nee, ich lasse das. Ich mache das in die Richtung. Ja, so lasse ich das jetzt. Dann latsche ich weiter. Dann war ja wieder um eine Ecke herum. Wieder so ein Raum. Das ist der Raum, wo ich noch nicht hinkomme. Wo ich gerade auch nicht viel sehe. Leider. Deswegen kann ich gerade nicht sagen, wie ich das da stellen soll. Halt hier gar nichts. Lass sie einfach mal so. Und dann müssen wir wieder um eine Ecke gehen. Und gegen eine Wand laufen natürlich. Erstmal Waffen zücken, weil hier war ich ja noch nicht drin, ne? Okay, hier ist nichts.
Und das müssen wir noch verschieben. Und zwar, ich verschiebe das jetzt mal in die Richtung. Ah, Lara. So. Jetzt müsste das doch gehen mit dem Seil. Jetzt müsste wahrscheinlich kein No mehr kommen. Fakt ist jedenfalls, das Seil kann ich erst dann betätigen, wenn irgendwas gemacht worden ist. Weil sonst würde sie ja nicht No sagen. Das sagt sie eigentlich nur dann, wenn es noch nicht so weit ist. Oh nein. Oh, 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 oh. Beinahe vergessen. Jetzt wäre ich beinahe vergessen. Ich speichere auch nochmal. Wenn ich es einfach nicht nochmal machen muss. Bitte lass es funktionieren. Bitte, bitte, bitte. Bitte, bitte, bitte. Bitte. No. Nö. Was heißt hier no? Ich gebe dir gleich no. Mist aber auch. Was soll ich denn noch machen? Ich guck mal gerade, ob mir da noch irgendwas auffällt, wenn ich mir das angucke. Nee, das ist ja. Das hat so ein rotes Ende und so ein Ende. Hat bestimmt was zu bedeuten, ich weiß noch nicht was. Gucke ich mir die andere Seite an. Wo da das rote Ende ist. Und die normale Seite. Weil wenn ich mich recht erinnere, habe ich es so eingestellt, dass jetzt zu mir die Dingsseite ist. Genau. 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 Ja. Ich bin ein bisschen. Vielleicht muss ich doch noch in den anderen Raum rein. Weiß aber nicht wie. Weil ich so doof bin. Oder die Spitzen müssen alle hier in die Richtung zeigen. Was für eine Richtung zeigt das dann? Weil bei den roten Teilen jetzt sind da so Spitzen dran. Und wenn das eine Spitze hat, vielleicht wird dadurch dann irgendwas ausgelöst. Ich drehe das einfach mal so in die Spitzenrichtung. Lalala, ich laufe einen Gang entlang, 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 entlang. Hab ich diesmal eigentlich auf Start gedrückt? Nein, hab ich nicht. Och, ich bin ja so toll. Hallo? Nicht mal. Ich habe auf Start gedrückt. Dann ende ich mal die Zeit. Dann mache ich jetzt. Jetzt aber. Jetzt läuft aber. Zeit habe ich ein bisschen geändert, weil wir jetzt schon ein bisschen aufnehmen. Und nochmal. Und springen. 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 Oh, festhalten. Zur Abwechslung mal. Kann ich nur noch im Stundenhandel, bis das Seil sich ziehen lässt. Jo, dann dreh's mal. Dreh's mal. Und zwar hier hin. Das da drehe ich auch einmal komplett rum. Weil wenigstens. Ach, Spitze kann ich auch nicht sehen. Warte mal, vielleicht kann ich dort irgendwo. Ja, das ist, wie ich es auch schon gesehen hatte. Genau, da ist nämlich das rote Teil.
bring's mal dorthin. Nee, das geht mit meiner Spitzentheorie nicht auf. Und das drehe ich einmal komplett rum. So. Wenn es jetzt wieder No heißt, dann heule ich. Nein, dann heule ich nicht. Nein, dann besuche ich Lara, suche sie auf, sag ihr ganz lieb Hallo und tritt ihr gegen das Schienbein. Ich weiß, voll brutal. Aber damit muss sie leben. Und danach besuche ich die Macher und mit denen stelle ich Schlimmeres an. Wir kommen auf die Idee, sowas zu entwickeln. Nein, nein, oh, scheiße. Ja? Hab alles nachgeholt. Diesmal bin ich aber stehen geblieben an der Stelle. Hab noch gespeichert davor. Damit ich nicht wieder so elegant herunterfalle. Ganze Zeit. Ist es mir noch vorher aufgefallen. Und jetzt? Oh Gott. Naja. Wie gesagt, let's fail, ne? Und so weiter und so fort. Ich hoffe jetzt nur, dass endlich mal diese Kette funktioniert. Ich hoffe es, ich hoffe es, ich hoffe es. Sonst, bitte. Ja! Oh Gott, oh, oh. Mann, warum erschrecke ich mich so leicht? Ach so. Die Filmsequenz war noch nicht zu Ende. Und ich fange schon an rumzulaufen. Ich hab was Wichtiges aufgenommen. Soweit ist schon mal klar. Ob man die kombinieren kann? Ja. No. Kann man nur nicht hier benutzen. Wer hätte das gedacht? Ja, da es ja hier nichts weiter gibt, würde ich einfach mal sagen, ich latsche wieder zurück. Oder mir fällt auf, dass hier sich der Boden geöffnet hat. Das ist natürlich noch besser. Ach, sowas ist immer sehr vertrauenserweckend. Na ja, nein, ich wollte ja auch nicht das nehmen. Ich wollte speichern. So rum, so rum. Okay. Ach, okay. Ah. Oh. Wieder Skorpion. Skorpion, ich hab dich da hinten gesehen. Glaub nicht, ich hätte dich nicht gesehen. War da noch was? Nee, das war nur Dings. Okay. Okay. Die Tür hat sich geöffnet. Die Türen werden sich bestimmt auch noch öffnen. Also zumindest die Tür. Vielleicht direkt danach. Für den Fall, was da passiert, speichere ich hier schon mal. Ja, ich kann die benutzen. Okay, das Tor hat sich geöffnet. Also damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Nee, das hat sich... Ach, nö. Haben sie jetzt drei Tore geöffnet? Nicht deren Ernst. Nicht deren Ernst. Nicht deren Ernst. Wo soll ich denn da lang? Ja, dann suche ich sie wieder systematisch ab.
Nö, will ich gar nicht lang. Stange tanzen, den Beruf habe ich aufgegeben. Ja, komm, das sieht mir doch viel besser aus. Viel vertrauenserweckender. Leider geht's hier nur nicht mehr weiter, aber wenigstens das Medipack kann ich nehmen. Dreh dich mal. Ach so. Du musst ja sowieso wieder drehen. Ich mich vorne auch nicht drehen brauchen eigentlich. Naja, egal. 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 Man lernt dazu. Ja, nee, dann gehe ich erstmal hier lang. Sieht aus, als würde ich gleich wieder angegriffen werden. Hallo? 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 Oh, kann ich? Oh, da liegt was. Das sammel ich mal ein. Oh, da liegt gut was. Munition. Patronenmunition. Also Schrotpatronenmunition. Schrotmunition, so ganz einfach. Und noch ein kleines Medipack. Gibt es hier sonst noch irgendwas? Ist einfach nur ein Raum, was schon später von größerer Bedeutung wird. Oder habe ich noch irgendwas übersehen? Irgendwie die Angewohnheit, oft auf den Boden einfach nur zu gucken. Also da hoch kann ich auch, aber das bringt mir. Das bringt mir ja schon was. Das Klettern, das Kletterzeug, das übersehe ich irgendwie immer. Dann kletter ich mal in die Richtung. Da muss ich anscheinend auch irgendwann mal rauskommen. Da oben. Einfach mal in die Richtung, wo ich lang kann, im Endeffekt. Oh nein, ich höre. Oh nein, oh nein, wir werden sterben. Nein, oh Gott, Fledermaus, lass mich. Lass mich. Ich bin am Klettern. Blöde Fledermaus. Oh Gott, ich mag nicht. Ja, war ja klar, war ja klar. Wo kommen die blöden Fledermäuse plötzlich her? Aber war ja klar, dass das nicht so funktioniert, wie ich es will, ne? Verdammt, wie mache ich denn das? Ich glaube, das mache ich erst im nächsten Part. Okay. bis dahin dann, ne? Tschüss, eure Tai.